Hallöchen Leute und willkommen zurück zu God of War. Wir nehmen Abschied von Alfheim und werden nun in eine andere Welt reisen. Auf geht's. Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard. Auf geht's. Midgard ist der Mittelpunkt der Welten. Drücken Sie Dreieck, um nach Midgard zu kommen. Verrückte Vorstellung, dass alle Welten am gleichen Ort existieren. Eine über der anderen. Hier können wir reisen, ohne uns zu bewegen. Das ist aber eine sehr schön getarnte Ladezeit, muss man auch mal sagen, denn ich schätze mal, dass in der gesamten Zwischenzeit natürlich eine ganze Welt nochmal geladen werden muss. Was haben wir hier denn bitte? Wow. Ich schau mal kurz nochmal auf die Karte. Ach, tatsächlich ist die Nebenquest hier in der Nähe irgendwo. Okay, ja, wir haben ja eine Nebenquest von einem der Zwerge bekommen. Ich muss aber sagen, wenn wir... Also entweder wir kommen über den Doktor hin, von der Todesinsel aus, klingt sehr einladend. Aber wenn wir hier nicht großartig schnell reisen können, dann muss ich sagen, ist mir der Weg dann wahrscheinlich fast schon zu weit. Man muss halt bedenken, das sind quasi die ersten 3 Spielstunden oder so, die wir hier absolviert haben. Gut, ohne Gegner jetzt wahrscheinlich, aber... Trotzdem, wir müssten dann wahrscheinlich sehr, sehr lange laufen. Oh, das ist alles so schön und prunkvoll gemacht. Dein Bruder. Halt, falsche Reihenfolge. Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Hm? Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Im Gegenteil. Auch ein blinder Schweinfurz gelegentlich mal etwas Trüffel aus. Aber weißt du, was wirklich zählt? Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Was hast du gemacht? Verbessert. Gut, wenn ihr fertig seid, muss ich euch um etwas bitten. Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Antvari. Er hat in den Völlunder-Minen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht 100 Winter nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich. Trägt einen hübschen grünen Ring. Schuldet mir den Gefallen. Sucht ihr ihn? Wenn es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der irgendwas umsonst macht, oder? Na schön. Wenn ihr Antvari findet, soll euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangstein sollte euch in diese Minen bringen. Alles klar. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Kratos vertritt genau die Einstellung, die auch ich habe. Wenn es auf unserem Weg liegt, ja. Und es könnte sein... Ich wähle das Ziel trotzdem mal gerade ab.
Wenn möglich, möchte ich nur eine Markierung auf der Karte haben. Kennst du noch den Weg zurück zum Schwarzen Atem? Na klar, wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen. Gehen wir zum Schwarzen Atem oder sehen wir uns um? Deine Wahl. Da, an der Torstatue sind wir vorbeigerudert, als wir von der Hexe kamen. Und welche Richtung ist das? Es ist Vormittag, die Sonne ist da drüben, also... Ist das Süden? Südwesten? Gut. Hey, der Kleine ist gut. Konzentrier dich. Boah. Nun, ja, ob wir die Chiffre wirklich brauchen und ob wir die nur in Alfheim finden? Ganz kurz. Ziele, das Licht von Alfheim und Nebenziele. Muspelheim Sprachchiffre vervollständigen. Ich schau mal, steht da irgendetwas von wegen... Nee, das ist nicht nur in Alfheim. Okay. Weltfreischaltung. Ich hoffe mal, dass es nicht nur in Alfheim ist. Ich kann sie nicht lesen. Ich kann sie nicht lesen. Sieh mal, die Magie der Hexe verdeckt die Hohnstangen noch. Das spart uns Zeit. Ja, das ist eine coole Methode. Das Spiel weiß, wie es einem etwas angenehmer gestalten soll. Okay, sauber. Cindy, die Simmelsträger ist noch da unten. Wenn die nicht nach Klettern ist. Achso, ja, Moment. Gute Idee, Kleiner, danke. Vater, könnte
Könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber... Ich sagte nein. Ist gut. Ja, Kratos, der permanent wütende Mensch. Na gut, das verstehe ich aber. In den Berg gemeißelt. Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Klar. Also ob das jetzt wirklich ein Kompliment war, das weißt du besser als ich. Also zum einen ja, aber zum anderen sehr trocken vorgetragen, Kratos. Wieder der schwarze Atem. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Auf geht's. Es funktioniert. Sie hatte recht. Komm, bringen wir es zu Ende. Klettern wir. Das ging ja gut. Ist der schwarze Atem immer noch da? Man kann es doch nicht klar sehen. Mutter meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden? Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Ehrung eines Riesens? Dämon, wir sind da! Mehr schwarzer Atem. Die Frage hat sich damit erübrigt. Dieses Zeichen ist dasselbe wie auf der Tür nach Jötunheim im Tiefstempel. Die Riesen waren hier. Okay, gut, die Frage hat sich doch nicht erübrigt gehabt. Jetzt hat sie sich erübrigt. Von einem Riesen mit Hirschkopf habe ich noch nie gehört. Wer kann das sein? Kein Weg rüber, aber das ist eine Sandschale. Was steht da? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Erstmal kaputt machen. Konzentrieren! Gut, ich sehe es kommen. Wir kriegen jetzt die Magie, die wir brauchen, damit wir diese rot leuchtenden Dingens hier triggern können.
Ich muss leider zugeben, so ganz verstehe ich das Rätsel auch nicht. Es wird aber auch nur einmal vorgelesen und das war's. Gut, was ist jetzt? Nichts. Habe ich hier was übersehen? Komm her. Gut, ich komme. Das ist falsch. Ist das Harz in einer... Oh, wie ist der denn darauf gekommen? Wow. Der Bogen ist krass. Dieser Ort muss den Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Na gut, so eine Prüfung ist das jetzt auch nicht, also... Ja, das sieht gut aus. Ja, würde ich auch sagen. Hat nichts gebracht. Ah. Der Bogen, Junge. Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Sicher? Runen. Ist das die Antwort? Freiheit. Klar, das passt. Nur zu. Klar. Frelze. Was passiert jetzt? Eine Brücke. Deine Riesen wollen uns noch weiter prüfen. Haha, sehr gut. Ich dachte auch an der Brücke, vor allem, weil da so demonstrativ die Dingens steht. Die Kiste. Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Ja! Besser, oder? Erst nach unten, dann nach oben. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst das ernst? Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, die Alben oder das Hildivölk. Sie müssen nicht groß sein. Die Weltenschlange. Na gut, in dem Fall heißt riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur einen. Ich finde den Kleinen super. Einer von wenigen Begleitern, die man nicht nervig sind. Schuppenarmschienen der Konzentration. 18 Abwehr. Ja gut, nehmen wir mal. Hat auch einen höheren Seltenheitswert. Kann nicht schaden. Apropos Schaden, wir haben ein bisschen was genommen an Schaden. Deswegen den Gesundheitsschub machen und gleich mal die Abklingzeitreduzierung testen. Oh Mann. Yeah.
Jawohl. Hacksilber. Nice. So, den Punkt merke ich mir. Das könnte eine wichtige Truhe sein. Okay, mehr geht scheinbar nicht. Woher hast du das gewusst? Na gut, Kratos ist alt, aber sein Sehvermögen hat er jetzt auch nicht verloren. Gut, Moment. Hier scheint es weiterzugehen. Dann gehen wir nochmal kurz zurück über die Brücke und vielleicht können wir hier das Rätsel lösen. Also ein C haben wir hier schon mal. Gut, wir brauchen wieder die drei Siegel. Logo. Okay, das hat aber, glaube ich, gerade nichts mit der Dingens zu tun, oder? Okay, schauen wir nochmal kurz. Ach, Moment, da. B. Dann so ein Pi und ein R. Gut, das Pi haben wir hier. Wow. Das war eine ganze Menge, was wir bekommen haben. 1800 Hacksilber. Okay, warte, so eine Art Pi haben wir auch schon gefunden. Und hier ist das C, das muss ein R werden. Sehr schön.
Super. Horn mit Blutmet. Ja, das zweite von dreien. Ja, trotzdem, wir haben relativ wenig Leben gerade. Das könnte gefährlich werden. Ganz kurz, irgendwo müssen wir hier einen... Junge, noch ein Lichtkristall. Hier gibt's echt eine Menge zu entdecken. So, rüber hier. Sieh dich hier bloß mal um. Es wirkt so... tot. Ich wollte eigentlich alt sagen, aber tot passt auch. So, ich mach mal ganz kurz Pause an der Stelle. So, wir schauen mal, denn wir haben 6600 XP. Das ist ja schon eine Menge. Dann gucken wir mal, welche Fähigkeiten wir nochmal zuerst bekommen. Okay, das geladene Stampfen können wir freischalten. Was gibt's denn noch alles? Rache des Wächters. Ja gut, da brauchen wir wieder Vitalität und so weiter und so fort. Das hier ist doch gut. Ja, komm. Konterschuss. Klingt auf jeden Fall gut. So, was haben wir hier? Auf geht's. Ich glaube, wir bekommen sowieso so viele Erfahrungspunkte, zumindest für den Moment, dass wir fast alles freigeschaltet haben, abgesehen von... Na gut, ein paar wenigen Skills. Bei denen wir aber sowieso Abklingzeit, Vitalität und so weiter und so fort brauchen. Gut, irgendwo müssen wir hier nochmal einen Kristall finden, den wir rüber transportieren können. Ich wüsste natürlich sehr gerne, wo dieser Kristall ist. Weil hier geht's allgemein weiter. Also ich vermute mal, das hat irgendwas hiermit zu tun. Das war's nicht. Wow. Okay, den Wolf müssen wir nochmal freischalten und also über die Abklingzeit. Und dann gucken wir mal, was der Cooles macht. Ja, aber was sollen wir denn machen? Ich brauche irgendwo hier einen Kristall. Dann können wir hier die Schrift frei... Ja, Moment, was ist das denn? Oh, die Seilrutsche. Können wir die runter? Cool. Ja gut, gehen wir erstmal weiter. Zähneknirschend. Leichen.
Wobei, wartet mal einen Moment. Ich laufe nochmal zurück. Ich habe da eine Idee. Wir laufen nochmal kurz zurück. Mir ist da gerade was eingefallen. Wir haben ja das Rätsel gelöst. Und wenn sich hinter uns hier keine großen Türen verschlossen haben oder so, dann müssten wir... Moment. Hundert Erfahrungspunkte bringen die. Okay, spätestens hier wird's schwer. Na gut. Ja, dann würde ich sagen... Machen wir einfach beim nächsten Mal an der Stelle weiter, dann geht's wieder runtergekrabbelt. Ich weiß nicht, wie es hier weitergehen soll. Das ist das kleine Problemchen. Aber gut. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Dann machen wir beim nächsten Mal an der Stelle weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Das wäre super und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut!